Hallo zusammen, heute geht's um Solarkühlschränke oder Haushaltskühlschränke, die auf 12 Volt umgebaut werden. Wir bieten sowas an. Ich habe hier den Katalog, den verlinke ich euch unten drin. Und hier geht es jetzt um den Stromverbrauch. Man kann ja solch einen Haushaltskühlschrank an einer Batterie betreiben, wenn er umgebaut ist auf 12 Volt. Das heißt, wir haben auf der Rückseite die Kühlmaschine ersetzt. Hier ist jetzt zum Beispiel im BD35K drin. Diese Kühlschränke dürfen ab 2015 nur noch mit natürlichen Kältemitteln betrieben werden. Also ich darf hier nicht ein R134A-Kompressor einsetzen, wie es andere machen, weil das ist verboten, weil das ist ein haushaltsdesigntes Kühlgerät. Also heißt, ich setze hier einen 12-Volt-Kompressor rein, hänge den an 12 Volt an, direkt auf der Batterie. Ich kann natürlich auch einen Wechselrichter nehmen, mit dem ich aus 12 Volt der Batterie über den Wechselrichter gehe und dann einen ganz normalen 230 Volt Kompressor betreibe. Ist aber in der Regel so, weil der Wechselrichter immer Strom braucht, habe ich in der Regel den doppelt so hohen Stromverbrauch, wie wenn ich das mit dem 12 Volt Kompressor mache. Wir schieben den Wemo kurz auf die Seite und schauen unser Gerät von der Konkurrenz an. Es ist keine Konkurrenz, es ist ein Mitbewerber. Ich habe hier einen Kühlschrank, der sieht fast gleich aus wie den ich hier habe. Der hat jetzt hier ein Tiefkühlfach, was hier teilweise nicht unbedingt nötig ist. Wenn ich hier auf das Tippenschild gehe, sehen wir hier das Tippenschild. Das ist also ein Bormann-Kühlschrank, 240 Volt. Und hier ist R600A drin. Also ein natürliches Kältemittel, weil diese Kühlschränke dürfen nur mit 200 mit natürlichen Kältemittel betrieben werden. Wenn wir den Kühlschrank jetzt drehen, sehen wir hier, dass hier ein 12 Volt Kühlkompressor montiert ist. Wir sehen hier, sitzt ein Siklan-Kompressor drin. Den Rest, was hier auf dem Tippenschild steht, muss ich nicht sagen. Und hier wurde R134A eingefüllt. Der Kompressor ist effektiv 12 Volt. Aber vorne auf dem Tippenschild steht immer noch 230 Volt. Also, wenn man das Gerät umbaut, könnte man ja auch das Tippenschild ändern. Da kommen wir wieder auf den Kühlschrank von Wemo zurück. Hier haben wir geändert, dass er 12 und 24 Volt läuft. Kommen wir zum Katalog hier, und zwar zu den Energieverbräuchen von solch einem Kühlschrank. Mit dem Wechselrichter braucht er doppelt so viel Strom auf 230 Volt. Und jetzt nehmen wir hier unseren 153er, und der braucht zum Beispiel bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, braucht er 14,7 Wattstunden pro Stunde. Bei 32 Grad außen, auch ohne Durchsatz, braucht er 27,3 Wattstunden pro Stunde. Und jetzt haben wir einen alten DIN-Wert, deutsche Industrienorm. Den gibt es nicht mehr, die Norm, die ist veraltet, weil die ist ja schlecht. Und da braucht gemäß dieser Norm der Kühlschrank 16,6 Wattstunden pro Stunde. Also das heißt, es ist ein bisschen mehr, als wenn er bei 25 Grad drinsteht. Aber ihr wisst, wir haben ja die EU, das muss ich jetzt einfach sagen, die EU bringt Normen.
Und nach der EU-Norm braucht der gleiche Kühlschrank nur 10,3 Watt. Ja, das ist ein Drittel weniger, weder nach DIN oder, wenn wir es hier messen, nach unserer Norm. Die EU-Norm ist so kompliziert, die könnt ihr nicht nachmessen. Ich habe einen Testraum und ich kann das nicht nachvollziehen, wie das gemessen wird, aber das entspricht den Normen. Die ist sehr kompliziert und man sollte ja alle Normen oder alle Gesetze, die nach 1971 gemacht wurden, wieder abschaffen, weil die haben keine Berechtigung. Weil 1971 sind zwei Sachen passiert. Die Goldbindung wurde abgeschafft, die Staaten konnten Geld drucken bis zum geht nicht mehr und durch das sinnlose Gesetze installieren. Und dann kommt noch dazu, in der Schweiz wurde das Frauenstimmrecht eingeführt. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt haben Leute, schauen sich dann einen Kühlschrank an auf 230 Volt und sagen mir, ja gut, der braucht jetzt 10,3 Watt und unser umgebauter auf 12 Volt, was der gleiche Kühlschrank ist, braucht 14 Watt. Und wenn man den gleichen Kühlschrank auf 230 Volt anschaut, nach DIN, braucht er 16,6 Watt. Also wenn ich jetzt einen Haushaltskühlschrank nehme, der braucht jetzt nur 10 Watt nach der neuen Norm und ich betreibe den auf Wechselrichter, der braucht ja keine Verluste, dann braucht er wesentlich weniger Strom als ein umgebauter von uns oder der gleiche Kühlschrank nach deutscher Industrienorm gerechnet. Wenn ihr so einen Kühlschrank habt zu Hause, auf 230 Volt, ihr seht in den Unterlagen drin, auf den technischen Datenblättern, würde mich Wunder nehmen, ob ihr mal euren Stromverbrauch vom Kühlschrank kontrolliert habt in eurer Anwendung. Setzt ein Messgerät dazwischen, schon Steckermessgerät, sowas wie das hier. Hängt das an euren Kühlschrank und misst mal, wie viel Strom das ihr braucht über einen Monat oder zwei, und dann könnt ihr es runterrechnen auf die Stunde. Ihr werdet feststellen, ihr braucht wesentlich mehr Strom, als die EU-Norm rausgibt. Aber wir haben ja diese EU-Norm und damit wollen wir beschissen werden durch die EU. Betrifft jetzt nur die Kühlschränke, den Rest sage ich nichts. Nächstes Jahr, wir schlagen auf mit den Preisen, weil das ist bereits der Katalog 2024. In der Schweiz haben wir eine Mehrwertsteuererhöhung von 7,7% auf 8,1%. Das macht es dann aus, aber in Deutschland. Die Deutschen sind ja die Zahler der EU. Die müssen Geld haben. Und wo holt man es? Beim kleinen Bürger, der sich einen Kühlschrank kauft. Also nicht nur einen Kühlschrank von Wemo, auch einen Kühlschrank sonst irgendwo. Ihr habt beim Import eine CO2-Abgabe. Also wenn wir von der Schweiz einen Kühlschrank nach Deutschland exportieren, haben wir CO2-Abgabe. Dann haben wir erhöhte Lieferkosten durch die CO2-Abgaben auf den Treibstoffen. Und ein LKW fährt halt immer noch mit Diesel und nicht mit Elektro, zolltechnisch. Das heißt, das Gerät wird in China produziert. Auch das hier vom Mitbewerber, was ich hier hatte. Das kommt von China nach Europa. In Europa muss der Zoll bezahlt werden bei der Einfuhr. Je nachdem 2,5, 4,5 oder 8%, je nachdem, was der Zöllner da sagt dazu. Ist ein Haushaltsgerät, ist in der Regel 2,5%. Jetzt nehme ich das in die Schweiz. Da das China-Ware ist, muss ich dann keinen Zoll bezahlen. In der Schweiz. Gehe ich damit wieder in die EU,
Und ich kann nicht belegen, dass das Gerät so einen riesen Aufwand hat, weil das Gerät ist China. Der Kompressor von Seckhoff, der war früher mal deutsch, heute ist er aus China. Die Steuerung ist aus China, früher war die aus Ungarn. Ich kann das Gerät, hier steht zwar noch Swissmade, nicht mehr definieren, dass es aus der Schweiz kommt. Ich hatte eine Zollkontrolle und wir müssen jetzt den Zoll nachzahlen, weil der Zoll sagt, ja, kein Schweizer Gerät, obwohl in der Schweiz Kompressor geändert. Wir zahlen dafür jetzt auch noch Zoll in der EU. Also es wurde mal Zoll bezahlt für den Kompressor in der EU, weil wir kaufen den in der EU ein aus China. Das Gehäuse wurde Zoll bezahlt. Wir nehmen das in die Schweiz, bauen es in der Schweiz um und liefern es wieder nach Deutschland, müssen nochmals Zoll bezahlen. Und den alten Zoll kann man ja nicht zurückfordern wie bei dem Mehrwertsteuer. Ich sehe schon, der deutsche Staat braucht Geld, um die EU zu subventionieren. Ich mache euch hier einen Link zu meinem letzten Video, wo es auch um die Preise geht. Die Preise schlagen auf Ende Jahr. Wir haben noch Winterferien oder Weihnachtsferien. Wir machen 2 Wochen den Laden dicht. Und hier mache ich euch ein Video auf diesen Kühlschrank. Da bezeichne ich euch den Kühlschrank ein bisschen genauer. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.